Servus zusammen. Salve a tutti. Sorry for delay, aber ich musste mich noch ein bisschen aufhübschen, denn morgen muss ich vor die Kamera und zwar mit dem Kumpel hier, mit dem Falk Elsner von den Trading Brothers. Wir machen morgen Abend ein Webinar. Ich glaube, das ist der Moment, da bin ich froh, dass ich farbenblind bin. Mir hat schon einer gesagt, es müssen ganz wilde Farben hier sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Das Crash-Sonder-Webinar. Ja, ist ein bisschen reißerisch, der Titel. Das habe ich ja nicht gemacht, das hat der Falk gemacht. Falk ist schuld. Den Link hierzu, das ist natürlich kostenfrei, den stelle ich unter den YouTube-Film. Könnt ihr euch gerne anmelden. Ist kostenfrei. Deswegen musste ich mich aufhübschen. So, jetzt kommen wir hier direkt mal zu dem DAX. Grundsätzlich finde ich, der DAX hält sich sehr gut. Wir haben jetzt im Moment 19.40 Uhr, der DAX handelt bei 14.825, aber der Nasdaq geht gerade eben heftig nach. Mal ganz kurz drauf geschaut, der ist bei 14.376 und unterbietet somit diesen Doppelboden hier bei 14.417. Noch ist es nicht viel. Noch ist es nur mal so ein bisschen schütteln. Ja. Aber auch darüber werden wir morgen sprechen, wie viel der gewonnen hat in dem Jahr. Das Kaufsignal, das hier unten kam, das ist im Moment ziemlich negiert. Wenn der natürlich nachher mal so eine kleine schicke weiße Kerze in meinem Fall macht und geht nochmal ein Dreiviertelprozent oder 1% hoch, dann bricht er auch nicht das Band. Aber das tut er nämlich gerade eben. Der ist am unteren Band. Muss man also höllisch aufpassen. Wie gesagt, 19.41 Uhr. Mal gucken, was da noch passiert. Aber in diesem Film geht es um das DAX. Und das ist der falsche. Moment, ich habe hier einen vorbereitet. So, komm her. Hier ist er. Also ich finde, grundsätzlich hält er sich recht tapfer. Heute war es die Deutsche Bank, die überrascht hat mit gutem Ergebnis. Münchner Rück ist wieder auf dem Hoch der letzten Woche. Sowas wie Henkel, auch die Lufthansa, sie geben nicht nach. Die haben es nochmal versucht, unter die 6,60 zu machen. Jetzt sind sie schon wieder bei 6,75. Telekom bleibt stabil. Aber alles, was Auto heißt, will momentan keiner mehr haben. Das Übliche. Und wir haben hier natürlich teilweise auch heftige Überraschungen. So eine Zalando minus 6%. Aber gut, ob man die handeln muss, das überlasse ich jedem selbst. Ich finde grundsätzlich, der hält sich nicht verkehrt. Wir sind in diese oder durch diese untere Leitplanke sind wir durch und haben sofort wieder drin geschlossen oder dran geschlossen, sagen wir es mal so. Dass wir jetzt von unten den von mir, ich zeige es nochmal, eingezeichneten Trend hier sehen, das nehme ich zur Kenntnis, aber der ist nicht so wichtig wie alles andere, was wir hier haben. Bezogen auf den Xetra-Schlusskurs haben wir sogar ein Kaufsignal hier und eine Stabilisierung über das MACD. Nur wenn wir morgen hier reinkommen und der Nasdaq bleibt bei minus 2,57%, was er momentan hat, dann wüsste ich nicht, was hier nennenswert helfen könnte. Die Microsoft mit plus 2,4% momentan, ja, die nehmen halt die Amazon mit minus 5,76% oder die Alphabet mit minus 9,3%, die können das nicht abfangen. Wir haben hier wilde Bewegungen, also auch so Ätchen. Meine Güte, wie die hin und her springen, das ist schon verrückt. Aber zurück zum eigentlichen DAX. Grundsätzlich unter sonst gleichen Bedingungen, ja, jetzt gucke ich mal weg vom Nasdaq, hat er eigentlich heute ein kleines Kaufsignal generiert. Mache ich den hier mal weg. Wie gesagt, über den Oszillator und Stabilisierungsansatz über das MACD mit Ziel zur 15.150. Das wäre die 20-Tage-Linie. So eine Bewegung hier. Ja, oder sowas hier, da hoch. Kann er durchaus machen. Der ist stärker, als das dachte. Ich bleibe grundsätzlich weiter negativ. Ja, ich habe immer noch die 13,8 im Auge oder auf der Liste. Und das, Achtung, Spoiler-Alarm, da geht der Falk schon drunter. Falk wird morgen das Fundamentale machen und ich mache mehr so das Technische. Rechne mit 90 Minuten und da könnt ihr euch auch, so wie ich das jetzt momentan sehe, Aktien wünschen. Ich gehe mal mit euch auf die 4 Stunden. Gucken, ob hier ein bisschen mehr Klarheit reinkommt. Auch nicht wirklich. Ist sogar leicht abfallend, sowohl über den Trendfolger als auch über den Oszillator. Diese Kerze von den letzten 4 Stunden, das ist die, die fängt um 16 Uhr an und geht bis 20 Uhr, die ist natürlich nicht schick. Die ist überhaupt nicht schön.
Einerseits baut er immer mal wieder, ich gehe zurück zum Tag, baut er immer mal wieder Vertrauen auf, aber dann wird es auch relativ schnell alles wieder abverkauft. Ich bin der Meinung, nach wie vor, es ist eher ein Käuferstreik als ein Verkaufsdruck. Aber wenn zu diesem Käuferstreik nochmal Verkaufsdruck dazukommt, dann wird auch hier unten der Bereich um die, was war es, das Tief hier, 14.620 rum, 426, wird nicht halten. Das ist ein wichtiger Punkt nach unten und das ist ein wichtiger Punkt nach oben. 15.150 oben und 14.626 unten. Wenn wir da drunter gehen mit Schlusskurs auf Tagessicht, das hier ist für mich kein nennenswerter Chartpunkt. Also ich empfinde den, ich erachte den nicht als wirklich wichtig. Aber der verbindet sich hier hinten mit diesem ganzen Bereich, den wir hatten im November letzten Jahres. Da sind wir ja dann mal ordentlich hochgegangen. Und es ist für mich der Markt noch nicht sauber. Das würde ja erst werden, wenn wir hier drüber gehen. Tun wir momentan nicht. Sehe ich auch nicht, warum wir das tun sollten. Also ich bleibe grundsätzlich eher negativ. Ihr müsst auf Folgendes nochmal achten, hatte ich letzte Woche schon mal. Es ist heute nachbörslich, kommen die Meta-Zahlen. Morgen ist Amazon. Und dann haben wir erstmal eine Woche wieder Pause, Apple und erst später Nvidia. Das ist kein Markt für lange Strecke hier. Ich glaube, wenn man hier mal irgendwo mit Optionen 30, 40, 50% vorne liegt, muss man die auch mal schließen oder zumindest halbieren. Bei Aktien, wenn man irgendwie was kauft, so eine Lufthansa bei 6,55 und die stehen 6,75, ja, sollte man sie zumindest absichern. Hier ist nach wie vor alles möglich und das gesamte Umfeld ist alles andere als vertrauenserweckend. Ich habe die gleichen Scheine wie am Freitag. Ich sehe keinen Grund, die zu ändern. Das Einzige, was sich ändert, ist das, also Scheine, Turbos, ist die Basis, der Knockout und hier hinten der Hebel. Aber ansonsten bleibe ich bei denen. Ich sehe keinen Grund, die nennenswert zu ändern. Also, nochmal, ich denke, der Markt hält sich eigentlich ganz gut. Er darf nicht unter die 14.626 unterschließen. Er darf nochmal dran gehen, aber nicht drunter schließen. Aber maximal habe ich ein Potenzial von 15.150. Wenn der Nasdaq und weil der Dow Jones, der macht eigentlich gar nicht so viel. Der Dow Jones ist, wo ist denn der? Der ist bei minus einem halben Prozent. Das finde ich also völlig in Ordnung, ja. Wenn die Amis nicht deutlich weiter runterkommen, dann könnte er sich hier halten. Aber das ist, wie gesagt, der für mich nach unten wichtige Punkt, 14.626. Liebe Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute und guckt mal, dass ihr morgen reinkommt. Ihr könnt dann auch euch Aktien wünschen, sofern es sinnvolle Aktien sind und nicht irgendwelche fünf kleiner oder sowas. Ja? I wish you what. Bye bye.